Und damit herzlich willkommen zu Kirby's Dream Land 2. Nachdem wir vor einer Weile Kirby's Dream Land 1 und Kirby's Adventure durchgespielt haben, dachte ich mir jetzt frisch zum Neujahrsbeginn, fangen wir mit Dream Land 2 an. Ja, das Spiel ist eigentlich auf dem Game Boy rausgekommen, 1995, aber bei uns und in Japan schon Dezember 1994. Allerdings ist das hier ein der einzigen Spiele gefühlt, die besondere Farbe haben auf dem Super Game Boy. Das ist dieses Add-on für den SNES, so rum. Und ich dachte, das spielen wir dann stattdessen. Sonst könnten wir auch auf Schwarz-Weiß spielen, aber ich meine, schaut euch an, wie schön sogar nur allein dieses Logo ist. Also, ich dachte mir auf jeden Fall, mit der Farbe machen wir nichts falsch. So, und hier ist das halt Filescreen. Was lustig ist, was man hier zeigen kann, ist, dass Kirby einfach hier diese Bombe in den Mund nimmt und dann... Yeah. Fangen wir aber mal direkt an. Level 1, Grassland. So, und hier sieht man schon eine Neuerung. Und zwar hat man das auch schon ganz am Anfang des Videos in der Cutscene gesehen. Es gibt jetzt kleine Helferchen, zu denen ich auch noch gleich kommen werde. Aber erst, wenn die Zeit dafür reif ist. So, das hier ist eine Overworld, ähnlich wie bei Kirby's Adventure. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, wenn man erstmal Kirby's Dream Land gespielt hat und dann sofort Kirby's Dream Land 2, dann ist das Spiel komplett anders für einen. So, und es gibt neue Collectibles. Diese kleinen Sternchen da. Nein, das ist kein Numa, das ist ein kleines Sternchen. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber... Die kann Kirby aufsammeln. Und wenn er genug davon hat... Tja, was wird denn noch passieren? Unten an der Leiste seht ihr, wie viele ich von denen schon insgesamt eingesammelt habe. Und, ich kann euch jetzt schon sagen... Ja, wenn man zwei Gegner auf einmal einsammelt, dann passiert das. Oder mehrere Gegner, wie auch immer. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass es gibt keine wirklich 100% in dem Spiel. Die Dinge hier zu sammeln sind optional, beziehungsweise ihr werdet gleich sehen, was die am Ende bringen, wenn man alle eingesammelt hat. Also man muss sich einsammeln und ich werde sie auch nicht alle einsammeln. Ich werde mir natürlich Mühe geben, alle einzusammeln. Aber es ist kein Muss. Und hier haben wir eine Ability. In dem Fall den Schirm. Mit dem kann Kirby, ja, schlagen. Und gleiten, stimmt, hab ich vergessen zu sagen. Das ist ganz süß. Und immer schön alle Blöcke kaputt machen. Ihr habt schon gerade gesehen, hier unten war ein Sternchen in einem Block versteckt. Ja. Also soweit ich weiß, sind die Sternchen keine 100% und ich werde mich auch nicht darauf fokussieren, die zu sammeln. Wir wollen einfach nur casually das Spiel ein bisschen durchspielen. Denn es ist ein schönes Spiel. Und... Aua. Da habe ich mich treffen lassen. Da habe ich jetzt nicht gedacht, dass der da rüber springt. Und... Man kann auch... Aua. Läuft nicht so gut. Man kann auch gedrückt halten mit dem Schirm. Da bleibt Kirby so ein bisschen stuck. Kann man machen. Und wie gesagt, es gibt kleine Helferchen. Obwohl, das speichern wir gleich auf. Ja, reden wir gleich darüber. So, jetzt haben wir alle Sternchen gesammelt. Und kriegen dafür ein One-Up. Ja, also dafür sind die da. Sind nicht wirklich wichtig. Kann man sammeln, wenn man Bock hat. Ich werde es versuchen zu sammeln, aber ich werde mich nicht darauf konzentrieren. Ich glaube, es gibt sogar pro Level mehr, als man braucht. So, und hier diese Tür mit drei Ständchen ist das Ziel. Und da gibt es ein kleines Minigame, um da ganz oben zu kommen. Schade. Aber zumindest zweithöchstes erreicht. So, und damit haben wir dieses Level abgeschlossen und können nun weiter zu Level 2. So. Und hier gibt es einen neuen Gegner. Der schießt Feuer. Oder der verwandelt sich in so einen Feuerball. Und ich merke gerade, actually möchte ich den haben. So. Erstmal kurz suchen, wo ich die Taste gelegt habe. Aber ja. Yeah, jetzt sind wir selber ein Feuerball. Das ist cool. Es gibt viele verschiedene Fähigkeiten. Ich werde versuchen, alle zu zeigen. Wenn ich nicht alle zeigen sollte, dann sorry. Aber... Ich werde mich jetzt nicht darauf konzentrieren, dazu zeigen. Ich fand es gerade ein bisschen blöd, dass der Gegner einfach so respawned ist. Oh, okay. Und ich möchte ein bisschen besser sein vom Skill her als beim Kirby's Adventure Let's Play. Da hat mein Skill ein bisschen gesackt, könnte man sagen. So. Ah, und hier sind wir auch schon in so einem Raum. Aufpassen. In so einem kleinen Mini-Boss-Raum. Ah, der geht auch ganz an die Ecke. Ah, das habe ich nicht gewusst. Okay. Ah, verdammt, ich wollte ihn damit treffen. Oh, oh, oh. Okay. Oh, das macht richtig viel Damage. Komm her, komm her, komm her.
Ja, genau. Und BÄM! Hör, hast du ihn nicht getroffen? Als ob ihn das nicht getroffen hat. Da kommt er rüber. BÄM! Wenn die einsammeln, kriegen die Feuerfähigkeit und schalten damit einen kleinen Begleiter frei. Ich glaube, er heißt Rick. Kleiner Hamster. Und ich kann zwar nicht mehr fliegen, aber dafür sind wir umso stärker und sind flink am Boden. Es gibt drei Helfer. Ich glaube, es gibt sogar ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall die drei Haupthelfer sind halt Rick und Kuh und The Fish. Ich habe vergessen, wie die alle heißen. Werde ich auf jeden Fall noch nachschauen, bevor ich die nächste Folge starte oder bevor ich sie finde. Und ich glaube, das war so ziemlich alles, was man sagen muss. Damit man das Spiel komplett verstehen kann. Oh, ah, verdammt. Da bin ich noch getroffen. Was? Ich habe ihn nicht getroffen? Komm her! Okay. Und dieses Ziel! Wie süß diese sind. Die sehen so süß aus. Oh, oh, komm schon! Yes! Yeah, wir haben das Höchste erreicht. Episch. So, und es gibt ein paar kleine Collectibles in dem Spiel, die man 100% einsammeln muss. Und zwar pro Welt gibt es eine kleine Sache, die man einsammeln muss. Ich werde dazu noch ein bisschen näher eingehen, sofern wir sie finden. Und ja, jetzt werde ich halt ein bisschen im Let's Play casually spielen. Ich glaube, das war so ziemlich alles, was gesagt werden muss. Yeah. Ah, noch eine Sache, die ich mir noch einfällt, die ich sagen könnte. Oh, eine Maxi-Tomate. Cool. Kann man einsammeln, dann wird man vollständig geheilt. Ach, verdammt. Genau jetzt habe ich sie natürlich eingesammelt. Ah, passiert. Ja, runter da. Runter da. So, eine Sache, die ich noch sagen könnte. Das Let's Play wird nicht lange. Unter 10 Folgen. Wenn ich vermuten müsste, ich würde sagen 5. Das würde hinhauen. So, jetzt hat man schon die Musik. Und diese Dinger da, ich glaube, das sind die, ich glaube, die heißen Raindrop Drops, beziehungsweise auf Deutsch die Regenbogentropfen. Die müssen wir einsammeln. Und in jeder Welt gibt es einen. Wie viele Welten es gibt, das werdet ihr noch sehen. Und an den komme ich leider nicht dran. Mir fehlt eine Fähigkeit. Ich werde alle auf jeden Fall noch sammeln. Kann sein, dass ich manche nachholen muss, so wie diesen jetzt hier, weil den kriege ich jetzt leider nicht. Den hole ich dann einfach gleich nach. Gucke ich halt gleich, welche Fähigkeit ich für den brauche. Man sieht ihn da schön glitzern, aber den kann ich dann leider nicht bekommen. Tja, habe ich ein Pech gehabt. Hole ich ihn halt nach. Oh, da unten ist ein Sternchen. Oh, das hole ich mir noch. Ah, ich wusste, irgendwie sowas wird passieren. Zack, das ist egal. Was? Der hat mich getroffen? Okay, jetzt fälle ich ein bisschen drum. Das ist nicht gut. Man kann leider nicht rennen. Das stört mich so ein bisschen. Aber was soll's. Schmollen bringt jetzt auch nichts. Ich kann euch auch empfehlen, Kirby's Dream Land einzuschauen. Ist zwar ein bisschen älter, aber lasst euch nicht vom Thumbnail abschrecken. Es ist ein gutes Video geworden. Auch wenn es eine ganze halbe Stunde Video ist, wo ich das ganze Spiel durchgespielt habe, ein Video. Und Kirby's Dream Land, ja, nicht Kirby's Dream Land, das habe ich gerade erwähnt. Kirby's Adventure habe ich auch vor kurzem gespielt. Ja gut, das ist ganz vor kurzem, vor ein bisschen halt. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und hier ist das Ziel. Schon. Nach ganz oben. Ah, schade. Ich find's irgendwie voll süß, wie der guckt, der Rick. Schon ganz süß. So, und nun haben wir das finale Boss-Level freigeschaltet von Welt 1. Aber bevor wir das machen, hole ich kurz den Rainbow Drop nach. Bis gleich. Ach ja, was ich euch auch noch zeigen möchte. Wenn ich jetzt keine Fähigkeit habe mit Rick, dann sieht das voll süß aus, wie der saugt. Ich find's ganz süß. Wollte ich nur gezeigt haben. Ach ja, und wenn er fett ist, wenn er was eingesaugt hat. Ja, fand ich nur lustig. Um das Rainbow Drop zu bekommen, müsst ihr in Level 1 oder in Level 2 einen Regenbogenschirm einsammeln mit Rick. Das sieht nämlich so süß aus.
Und aufpassen. Dann können wir hier den Rainbow Drop bekommen. Yeah! Und damit haben wir den Rainbow Drop aus Welt 1. Ich glaube, ich kann jetzt auch einfach hier Start und dann Exit machen. Aber müsste nicht das Ziel direkt hier hinten sein? Ich renne mal kurz durch. Dauert ja nicht lange. Kann mich ja hier währenddessen noch ein bisschen heilen. Auch wenn ich schon früh hier bin. Aber egal. Man kann die Level ganz schnell durchmachen, wie ihr sehen könnt. Es sind auch keine schweren Level oder so. Ist alles einfach. So. Oh yeah. So, jetzt können wir es nochmal versuchen. Und schaffe ich es. Oh. Yeah. Nice. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir Welt 1 komplett durch. Und uns fehlt nur noch der Boss. Wispy Woods. Er ist aber diesmal für Corona schon bereit. Ich glaube, wir haben die falsche Fähigkeit. Ja, das bringt uns nichts. Nutzen wir es einfach gegen die... Oder auch nicht. Oh. Die Maske ist ab. Jetzt können wir ihn verletzen. Oh, aufpassen. Ich darf uns mit seinen Wurzeln ein. Eigentlich ziemlich coole Taktik. Aufpassen. Pustet uns manchmal an. Zack. Greift ihn schön an. Und das war's. Wispy Woods ist nun nicht mehr sicher vor Corona. Ja. Oh, jetzt schmollt der. Ah, soll er schmollen, wenn er uns angreift. Wie sich dieser zusammenknuddelt. Yeah! Auf zu Welt 2! Level 2, Big Forest. Und da sehen wir auch schon den zweiten Helfer. Cool! So, und wie ihr sehen könnt... Oh, nein! Welt 2 ist genauso groß. Okay, ich dachte, da wäre ein Level mehr. Okay, stört mich nicht. Alles gut. Oh, diese kleinen Baumgegner und die fliegenden Gegner. Hier sind, das ist so die typische Kirby-Welt hier. Kann man runter? Ne, kann man nicht. Das ist mal nur so eine schöne Detailsache hier. Ja, sieht alles ganz schön aus. Auch wenn alles so mehr oder weniger gerade ein bisschen grün ist, sieht trotzdem schön aus. Oh, die Fähigkeit sollte ich lieber nicht benutzen. Sonst komme ich hier nicht durch. Und hier gibt es bestimmt irgendwo ein Sternchen versteckt, oder? Nein? Schade. Lecker. Lecker Vogel. Peter wird das nicht gefallen, aber ist mir egal. So. Können wir wieder Feuer speien. Das gefällt mir schon viel mehr. Das ist eine Fähigkeit, die ich gerade ein bisschen bevorzuge, wenn ich Rick spiele. Oh. Als ob ich das noch getroffen hat. So. Und hier schalten wir jetzt Kuh frei. Und mit ihm können wir unendlich fliegen. Gut, kann Kirby so auch, aber... Na, wie sage ich das? Man kann sich viel freier rumbewegen, auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Okay. Oh, na, verdammt. Nein, gib her, gib her. Ah, interessant zu wissen, dass Kuh nicht aussaugt, so wie Rick. Ich glaube, der Hamster ist Rick, bin mir ziemlich sicher. Stattdessen saugt Kirby hier wieder. Okay, interessant. Oh Gott, aber die Fähigkeit mag ich überhaupt nicht mit Kuh. Bei ihm ist das so kacke, dann stürzt sich so nach unten. Schutzflug. Ist das Ziel? Ja. Aber hier ist eine Fähigkeit, die ich sehr gerne hätte. Komm her! Nein! Bitte krieg ich das. Nein. Wie spawnen die Gegner? Das weiß ich selber gar nicht. Das werden wir jetzt herausfinden. Ich gehe ein bisschen weiter weg. Also es sieht bisher so aus, als würden Gegner respawnen. Das heißt, wenn ich hier zurückgehe, sollte dieser Bumerang-Heini wieder dort stehen. Yes! Nice! Oh, das ist cool. Wir schießen so die Federn von ihm raus. Das ist richtig cool. Doch kann er auch gut bouncen! Nein. Aber wir sehen auch schon, das Spiel ist wirklich nicht lang.
Wir kommen so schnell drauf voran. So, Welt 2-2. So, hier unten ist doch eine Tür. Gehen wir mal rein. Oh! Oh, hier ist ein Drop! Ah, verdammt! Aber wir haben nicht die fassende Fähigkeit. Okay, hier sind so Fünferwürfel. So sehen die zumindest aus. Was für eine Fähigkeit können wir gebrauchen? Vielleicht so etwas Spitzes? Aber wir können auch rein. Wir können theoretisch noch rein. Okay, dann halten wir mal Ausschau nach etwas, was spitz aussieht. Und damit meine ich jetzt nicht den da, weil den kann man nicht einsaugen. Glaub mir, den kann man nicht einsaugen. Du bist wahrscheinlich auch nicht Lösung, obwohl... Obwohl... Vielleicht doch. Na, du nicht. Du wirst uns wahrscheinlich weniger helfen. Was ist denn der? Da unten ist er. Komm mal her. Weil wir stürmen ja so nach unten. Vielleicht ist das ja die bessere Fähigkeit, die man hier braucht. Nope. Okay. Vielleicht kriegt man die Fähigkeit auch erst in Level 3 dieser Welt. Das kann natürlich auch sein. Machen wir erstmal weiter. Ja, komm, die Fähigkeit mag ich sowieso nicht. Oh Gott. Kirby, pass auf. Jetzt spiel nicht wieder so wie so ein Noob. Ich hab gesagt, nicht wie ein Noob spielen. Pass auf. Vielleicht gehst du noch down, das wollen wir nicht. Hier vielleicht ein Stern? Yep. Dachte ich's mir. Ah, jetzt können wir aber nicht weiter. Also nicht mehr zurück, meine ich. Okay, dann hole ich den nach. Oh, bei denen nicht saugen. Ach, verdammt, da komme ich doch gar nicht durch. Na, da komme ich nicht durch. Wenn man bei denen saugt, dann werden die aggressiv. Okay, explodieren, muss ich mir merken. Oh, das ist... Ah, verdammt, komme ich da ran? Komm schon! Yeah! Oh, was hau ab. Oh, ein Igel? Was gibst du denn für eine Fähigkeit? Ah, das könnte es sein. So eine Igel-Fähigkeit könnte sehr gut passen. Das ist auch richtig cool mit Kuh. Kuh mit Kuh. Ich weiß gar nicht, wie viele Fähigkeiten es gibt. Ich vermute mal genauso viele wie in Adventure. Musik ist ein bisschen was anderes. Es ist jetzt nicht so wie in den anderen Teilen, aber ist trotzdem sehr schön. Vor allem schön retro. Das gefällt mir. Zack, jetzt haut er ab. Hoffentlich. Und wir können hier durch. Komm schon, Kuh. Ich weiß, du kannst besser springen. Yes. Schön die volle Heilung. Ja. Yeah. Das freut mich. So, dann holen wir uns direkt nochmal den Rainbow Drop. Der ist ja direkt hier am Anfang. Da-da-da. Nice. So, wenn ich jetzt Exit mache, ich glaube, dann behalte ich's. Also machen wir weiter mit Level 3. Wir sind schon recht direkt beim zweiten Boss. Das ist schon mal, zumindest schon mal sehr gut. So. Oh Gott, nicht so oft spam. Weil die Attacken mit den Begleitern haben leider einen großen Delay. Das ist halt der Nachteil bei den Begleitern, dass man lange angreifen muss. Nein! Meine Fähigkeit ist weg. Oh, da oben ist er wieder. Kommt her! Was will ich lieber haben? Ganz ehrlich? Ich glaube, ich möchte sogar lieber Boomerang haben. Komm mal her, du. Yeah. Oder die Federn, die ich rausschieße. Sieht zumindest so aus, als würde ich mich Federn rausschießen. Deshalb sage ich das auch so. Oh, aufpassen. Oh. Ach komm, das war gemein. Das hätte ich nicht sehen können. Dass sie da runter springen. Von ganz weit oben. Das fand ich jetzt gemein. Nice, Heilung. I appreciate that. Oh, Bosskampf. Gegen so einen Regenschirmgedöns? Was ist das? Naja, okay, er kann nichts. Außer das. Ah, verdammt. Ah, warum? Oh Gott, warum greift mich das an? Da oben, dieser Sack. Oder, ich habe keinen Damage genommen. Ach, verdammt. Okay, aufpassen. Okay, dieser Kampf ist echt kacke mit Kuh. Nein! Ah! Okay, der Kampf ist echt nicht gut gemacht mit Kuh. Komm, schieß.
Nice. Und BAM! Okay, wir haben ihm Damage gemacht. Das ist schon mal gut. Schieß nochmal, schieß nochmal. Schießt du nochmal? Yes. Dankeschön, mein Freund. Was gibst du mir für eine Fähigkeit? Ah, ja, Regenschirm, was hab ich gedacht? Oh! Oh, coole Fähigkeit hier. Yeah, ein bisschen im Kreis drehen und nun auf zu Gui? Okay, anscheinend kann man Gui nicht als Begleiter haben. Der gibt uns einfach nur ein bisschen Leben. Auf jeden Fall danke, Gui. Ja, erst im dritten Teil kann man mit ihm noch wirklich was machen. Im zweiten Teil ist er nur so eine kleine Belohnung. Ich weiß auch nicht, warum die es so gemacht haben. Vielleicht dachten sie sich, ja, wir haben schon so viele neue Begleiter. Keine Ahnung. Was weiß ich? Ich arbeite ja nicht bei Nintendo. Nein, das tue ich definitiv nicht. No, no. Okay. Das ist dieses Igelland, wie ich sehe. Sieht zumindest so aus. Ja, rein da. So, und hier müsste das Ende sein. Habe ich so gehört. Okay, man kann ich unendlich drehen. Einmal die Attacke drücken. Und dann dreht er sich für eine Zeit lang. Und yeah! Oh Gott. Yes. Okay. Ziel! Yeah. So. Und jetzt extra, weil es die erste Folge ist, machen wir ein bisschen länger und machen sofort den Boss der zweiten Welt. Let's go! Oh, ein kleines Schweinchen. Guten Tag, Schweinchen. Kämpft eigentlich exakt genauso wie dieser eine Boss aus den meisten Kirby-Spielen. Ich hab vergessen, wie die heißen. Diese beiden, die ganze Zeit diese Blöcke schieben. Ihr wisst schon, wen ich meine, die Kirby gespielt haben. Genauso funktioniert der. Oh Gott. Okay. Da unten ist er. Ach, was mache ich denn, wenn er da unten ist? Oh, ich springe nach oben manchmal. Cool. Bam. Okay, ich mache ihm sehr wenig Damage, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht treffe ich auch nicht genug. Jetzt treffe ich zum Beispiel sehr oft. Nice. Bam. Jetzt kommt der Damage rein. Ah, verdammt, ist unten. Wie greife ich ihn dann unten an? Oh, ich kann nur durch ihn durch? Oder vielleicht kann ich nur durch ihn durch, wenn er verletzt wird? Ja, nur wenn er verletzt wird. Ah, ist aber sehr gut zu wissen. Komm her! Und! Nein, er lebt noch. Wo ist er? Da ist er. Stirb! Da wird das Wollen gehen, yeah. Genauso wie Wispy Woods. Okay, und nun in der nächsten Folge sehen wir uns wieder in Welt 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und ich sehe euch dann demnächst wieder. Ciao, ciao.